Einer von Verantes Spionen hat die Position einer fantastisch unterbesetzten jeneriten Splitterraffinerie gemeldet. Nova, wir haben einen Job für dich. Oh, komm ich in einen Roboteranzug? Ja, please, Roboteranzug, please. Nein, wir laden dich in ein Netzwerk hoch, das du hacken wirst. Ist vielleicht auch lustig. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur Wiederholung von diesem Level bei Battleborn. Wieder mit am Start das Zweikampfsofa. Hallo, zum vierten Mal für diese Mission, hallo. Ey Mann, ja, ich will es gar nicht mehr wissen, wie lange wir jetzt fast schon rumhängen. Jederzeit. Ja, wir haben immer dieselbe Stelle auch, ne? Also ja. Es ist immer dieselbe Stelle. Ich hatte mir so schöne neue Items genommen und hab's vergessen abzuspeichern. Jetzt hab ich doch wieder die alten Items. Was sage ich denn dazu? Nichts. Fail. Wäre eine Möglichkeit. Ja. Wir wollen mal schauen, ob es die beiden schaffen, während der Missionslaberei mal still zu sein, damit ihr vielleicht beim fünften Mal in die Story mitbekommt. Na, wer weiß. Na, wir gucken mal. So. So, auf geht's. Mit. Der Schläger ist wieder da. Mit Rat. 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 Mit der scharfen Alani. Die einbeinige. Und dem komischen Orendi. Orendi. Dem, was auch immer das sein soll. In unseren Plänen befindet sich das angreifbare Terminal in der Gießerei vor uns. Uns bleibt ein kleines Zeitfenster, bis die Jeneriten wissen, was wir vorhaben. Beeilung. Hui. Oh, du weißt es. Ich treffe gar nichts hier. Ich treffe nichts. Was ist hier? Was ist denn das hier so? Na, merkwürdig. Hab ich jetzt Splitter und so vergessen? Die Ande. Ich glaub schon, ja. Sie sind noch nicht beim Terminal. Jetzt bin ich mal ruhig hier, wenn Quod Era Demonstrandum. Ja, wieder gelabert, sehr geil. Oh nein, wie doof. Wer macht denn sowas? Es würde mir niemals einfallen. Ich stehe irgendwie im Weg hier, ne? Ja, irgendwie ja, habt ihr jetzt gerade beide blockiert. Aber total. Kann gar nicht sein, ihr habt mich blockiert. Was? Warte mal. Ich treffe das denn nicht. Ich hab den Rat mal geholfen. Ach, dankeschön. Ich hab's nicht gemerkt. Der Weg nach vorne ist zu. Aber ich glaub dir einfach nicht. Das war quasi gar keine Hilfe. Das war der Killing. Meinst du, wir schaffen das ohne Tourettes? Weil da können wir nämlich einfach die Splitter aufheben. Also den hier in der Mitte, den finde ich ganz nett. Der ist ganz okay. Die äußeren brauchen wir eigentlich nicht, glaube ich. Nee, ich mache auch kein Turret mehr hier. Ich spare mir die Punkte. Ja, danke schön. Gott, so weit werdet ihr jetzt sparsam, oder was? Ja, ich spare die Punkte. Ja klar, wir haben doch die ganze Zeit gemerkt, dass die... Ja, so, die Splitter uns dann zum Schluss ausgehen. Mach doch mal das Ding an. Genau. Ah, oh, du Ding, du. Was? Der Ding, du. Da hat das Ding angemacht, Mann. Bringen Sie mich rein. Leute, Jeneriten-Soldaten nähern sich. Wie erwartet. Das Terminal verteidigen, bis die Übertragung durch ist. Tüdelü. Ah, jetzt. Ihr habt es nicht geschafft. Ihr habt es nicht geschafft. Du auch nicht. Du auch nicht. Und du auch nicht. Da oben steht noch einer. Ja. Jetzt sollte er in der Suppe stehen, genau. Und dann noch ein bisschen Wässerchen ab. Boink. Er schießt auf mir. Was soll denn das? Oh, in der Mitte. Oh, in der Mitte. Boah. Alter, ich hab hier gerade so eine Riese. Jetzt ist er tot. Du Sack. Meine Güte. Oha. War was? Boink. Das ist echt schlimm, wenn man die ganze Zeit die Dreiecktaste noch mitgewöhnt ist und jetzt auf einmal fängt man wieder an und hat die nicht mehr. Ja,
Die Fähigkeit fehlt mir jetzt nämlich auch gerade. Und dann, nee, drückst drauf rum, passiert nichts so. Wo ist denn der Sack? Wo ist denn der Rest? Da, oh, Hilfe. Die Jungs sind nett, ne? Fünf? Ja, der mit dem MG. Weil der kann nämlich von irgendwo hier auf unsere Base schießen. Wenn er sich nicht bewegen würde. Komm, weg damit. Feuer, Feuer, Feuer! 50% abgeschossen. Nicht mehr lange. Der behaltet das Terminal im Auge. Da kommen noch mehr Schwachköpfe. Sir, ja, Sir. Yes, Sir, Colonel, Sir. Ich hätte mal auch mal ausbauen können, ne? Was sagst du? Ausbauen wäre zu einfach. Du willst ein Haus bauen? Nein, kein Haus bauen, nein. Nicht die Fähigkeit einsetzen. Hui. Ja, guten Tag, lieber MG-Mann. Du bist meiner. Ah, hui. Komm, flieg. Komm, stirb. Stirb deine Frau. Ja, komm, das geht doch. Da brauchen wir keine Chance. Hast du gerade die Bombe zerschnitten? Sehr geil. Der Breath, der haut sowas von weg, ey, das ist unglaublich. Oh oh. Oh oh. Onkel? Also, der Onkel hat's zerlegt. Nee, der läuft noch mit. Siehst du den? Ja, super. Ich bin aus dem Spiel geflogen. Aber er will nicht mehr mit uns reden, hat er gesagt. Ja, die Party ist irgendwie kaputt, glaube ich, ne? Onkel? Vielleicht kommt er ja so wieder rein, wir gucken mal. Ja, also liebe Zuschauer, hier der Onkel, der spielt noch mit, der ist nämlich der Schnetzler ja. Hier. Und aber irgendwie scheinbar ist unser Chef kaputt gegangen. Das ist der Klang der Gesundheit. Ja und? Die Party ist jetzt wieder privat, ne? Er baut auch sein Essen aus, genau. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Aber er sollte mal lieber in den Chat zurückkommen. Hallo? Hallo! So, da ja, ist er ja prima. Wieder. Wir haben die Zuschauer schon informiert, dass du uns verlassen hattest, aber also so mündlich, also nur nicht körperlich. Aber ich habe keine Ahnung, da, was wir jetzt freuen sind. Uns. Ja, ich habe keine Ahnung. Wo sind wir da? Ist ja alles gut, alles gut. Stand auf einmal da. Halt. Ich habe die Party verlassen. Du einfach so. Ja, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Du hast zu viel Müll geredet. Da hast du gesagt, du wolltest mal gehen oder so. Ich bin, ich war ja mitten im Kampf und wusste dann gar nicht, was ich sagen soll. Ich war total erschüttert jetzt. Geflasht. Ja, komm da raus, du Feiger. Da hat es meine Let's Play-Fähigkeit total versagt jetzt gerade in dem Moment, wo ihr weg wart. Ja, ohne uns gibt es keine Let's Play-Fähigkeit. Hey je. Komm runter. Kann man eigentlich da raus? Okay. Die hauen ja auf unser Gedöns. Wollte ich gerade sagen, wo kommen die denn auf einmal her? Ja. Aber es ist schön, wieder da zu sein. Tür geht auf, das Tür geht auf. Schön wieder da zu sein, muss ich sagen. Klasse, ne? Ich finde auch total gut hier. Oder jetzt angenehm. Da oben? Oder hin? Er fliegt so ein bisschen hoch, ab und an. Selbstmordattentäter, Junge. Alles Al-Qaida hier, selbst in dem Spiel. Bitte. Geil. Onkel, wenn du ihn erst hochfliegen lässt und ich ihn danach hochfliegen lasse, hat er nicht mehr viel uns entgegenzusetzen. Er hält schon hilfreich runter. Ist schon cool. Lass. Komm schon, komm. Ich hab meine Special-Fähigkeit. Bap. Ah, da musst du langsam mal drauf gehen, der Drecksack. Ja, Achtung jetzt so. Ich rette dich. Stirb endlich! Jetzt. Witzel. Der war jetzt heftig. Also echt mal. So, irgendwo ist noch ein Typ. Ein Typ, der deinen Namen trägt. Alter. Ich sehe nichts. War was? Wie viel? So, Achtung, sorry. Hä? Upload abgeschlossen. Ich habe Zugriff auf das Netzwerk der Raffinerie und spiele Solitär. Und ich bin gar nicht so schlecht. Was treiben Sie denn so? Nova ist bereit. Jetzt geht zum Reaktorkern und leitet die Schmelze ein. Ja, das machen wir auch. Onkel? Ja. Kommst du mit?
Ja, ich habe mir schnell meine Fähigkeiten ausgebaut. So, so. Stellen wir uns auf das Rad. Das ist eine Doppeldeutigkeit quasi. Was hast du? Und unten? Jetzt geht's hier wie uns. Ich hab eine Aktion. Gekommen, was machst du denn das? Was geht? Ah. Fährt er nicht automatisch wieder? Ja, der fährt automatisch wieder. Doch, 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 fährt er. Aber runter gehen wir runter rauf. Rauf also gehen. Ganz raus und wieder rein. Ja, auf die kleine Plattform runter und wieder raufstellen. Genau. Sicherheitsleck. Wer leckt denn da die Sicherheit? Rath metzelt sich gerade währenddessen vorwärts. Zugriff auf den Reaktorkern zu kriegen. In der Nähe ist ein Kontrollraum, da stehen die Chancen am besten. Na? Na, ihr kleinen wilden Watze? Metzel, Hetzel. Sehr witzig, hier sind vorne mal ein Türmchen. Ich verstehe das System nicht. Was für ein System? Ja, manchmal sind die Sachen, manchmal liegen nicht Sachen rum. Das ist denn wohl zufallsgesteuert, was? Das glaube ich auch. Kann ich vor nicht, kam auch. Hier vor uns nicht noch Zombies hier irgendwo? Ja, sonst sind die haben wir ja übersprungen, glaube ich. Ach, die habt ihr waren so schnell. Wir waren so schnell, die haben wir so schnell platt gemacht, da sind keine. So. Die kommen jetzt da drüben. Ich hab mich auch gerade verbaut. Mist. Ja, man heult dann so ein bisschen. Ich kenne das. Ein bisschen? Ja, ein bisschen. Wie so ein Mädchen. Oder wie so mancher Junge auch. Warst du in der Mitte? Was ist mit dem? Will ich keinen wegmachen? Einen habe ich schon weg. Welchen meinst du? Ich brauche Heilung. Was brauchst du? Das angreifbare Sicherheitsterminal ist da drin. Nein! Da hinten ist noch ein Dings. Ich hole sie mir. Ja, ich hole sie mir doch nicht. Heiler? Das hab ich ja übergelassen, ne? Du rennst immer weg, wenn ich eine Pfütze für dich baue, Onkel. Ich bin auch ja voll im Geschehen. Sehr gut. Die Welle hat ihn zerrissen. Gehen wir nach links. Hier kommen die Neuen. Pfützel Heiterkeit, jawohl. Oh, der Dicke noch. Okay, Hammer. So, jetzt nur das Jump-Pad benutzen, bitte. Ja. Ey! Das ist ja genau dein Gesicht mit deinem Popo. Was? Da stehst du da sonst auch drauf. Du hast recht. Ach du Scheiße! Na, wieder runtergefallen? Nein. Ich wurde... aufgegangen. Aber tot bist du trotzdem, auch wenn du nicht runtergefallen bist. Wir kommen zu dir. Wir versuchen es auf jeden Fall. Ja, mal gucken, ob wir das rechtzeitig das schaffen. Das ist nicht mehr viel Zeit, die wir da haben, ne? Wahrlich nicht. Was nee, hast du dich da auch gemacht? Oha. Da hast du aber einen Alleingang gemacht, ne? Ja, ach, nein, ich voll Idiot. Nein. Och. Nicht schon wieder. Oh Gott. Ach, ich bin runtergefallen. Ich komm zu dir. Ich dachte jetzt, du kommst ja nicht rüber. Ich kann dir nicht helfen, weil du auf der falschen Seite des Dings bist. Ach, das geht mir gerade auf den Sack. Entschuldigung. Wo bist du? Kann man da rüber springen? Nein, natürlich nicht. Entschuldigung, ich war da, aber hier gibt's keinen Jump. Das tatsächlich nicht. Jetzt haben wir noch 5 Leben. Diesmal hab ich's mal ordentlich versaut. Falls jemand ein extra Leben findet, umso besser. Nimmt es. Habt ihr das jetzt hier hinten kaputt gemacht? Ja, wir sind mit den Äußeren sind wir durch. Das haben wir wohl gemacht. Da sind auch schon die ersten Gegner. Welch ein Zufall. Ja, aber die tun ja nichts. Die machen nichts? So. Wir wollen nur spielen. Jetzt, wo ihr da seid, machen die quasi auch gar nichts. Ich lande. Weg.
Wände, ey, die reißt so weg. Ich hab doch gar nichts gemacht diesmal. Ich hab mich verskillt, Kacke. Ach, siehst du, jetzt weißt du, ich habe die ganze letzte Zeit auch genölt. Scheiße. Ich hätte vielleicht mal Bewegungstempo nehmen sollen. So, wollt ihr keine Turrets bauen? Wollt ihr Turrets bauen? Ich baue keine, diesmal keine Turrets. Ich baue jetzt mal richtig Punkte, um das nachher zu verwenden. Okay. Dann mache ich an. Mann. Dann mache ich an. Man nennt mich okay, jetzt bin ich linke Seite, ne? Okay, ich mache die linke Seite. Ja, genau. Ich bin bei der rechten. Weichen wir diese Verteidigung etwas auf. Nova, ich bist bin du in der Mitte. Das wird jetzt aber, ich sag gleich, ja. Das wird heftig, weil jetzt greifen sie uns gleich an, ne? Fang an. Wir behalten dich da draußen im Auge. Hilfe. Jetzt hab ich gekabelt. Wo bin ich? Warum? Und wo ist das Problem? Tatsächlich, ich hasse nicht. Meine Super bringt mir so viel. So schade. Wieso greifen die trotzdem die Turrets da an, hä? Sind die dumm? Ja, das sehen auch jetzt nicht gerade unbedingt intelligent aus. Naja, wie sieht man denn aus, wenn man intelligent ist? Ich meine, da braucht man uns drei jetzt nicht fragen. Gut. Warum hat denn in der Mitte dann die Tür nicht weggemacht? Weil die ein bisschen heftiger sind. Ich hab ja gleich die Spaßbremse. Oh, ich fliege. Alter, fliege ich. Brauchst du Hilfe? Nein. Brauch sie nicht. Natürlich nicht. Ich brauch noch ein bisschen Zeit, aber. Hey, hörst du auf, mich hier wegzubimsen? Bimsen? Der bimst mich hier weg. Hui! Knack, knack, knack. Oh, ich bin tot. Warum auch immer. Keine Ahnung. Der wollte, dass ich sterbe. Der wollte dir das mal richtig besorgen. Und das hat er geschafft, würde ich sagen. Und Alani, der wird es aber auch, also da würde ich auch jetzt mal nicht Nein sagen wollen, oder? Diese süße kleine blaue Anani. Echt? Stehst du auf blaue Frauen? Blaue Frauen, süße Frauen, du musst egal. Du musst mal ein Volksfest gehen, da hast du danach alles blaue Frauen. Ja, ist wohl richtig. Das könnte durchaus passieren. Bitte. Er muss mal hinten. Wie kommt man denn da hoch, wo die runterspringen? Weil da oben sind auch noch alles voller Splitter. Gar nicht. Nee, mit so einem Flügelcharakter. Der kann ein bisschen höher springen und dann kannst du auch darauf. Was für ein Charakter? Aber wir so als Normalos, die dürfen das nicht. Es gibt Leute, die können so hochspringen, genau. Also so Flugnasen. So ein bisschen flugartig irgendwo rumspringen, ja. Das gibt's. Warum ist jetzt... So, irgendwo ist noch ein Gegner. Aber wo? Ach hier, ich sehe ne. Wo ist denn der? Ah, da, direkt neben dir, ja. So, knusper, knusper. Ich möchte ein Teilchen von dem kleinen Rad. Mh, lecker, lecker. Heilung, ich brauche Heilung. Scheiße, Heilung. Der ist die große, Der war nicht geladen. Der geht nicht immer. Nein, der normale Heilschrei geht nicht immer. Nein, genau, der geht nicht immer. Ich dachte, das will immer gehen. Nein. Ich habe mal diesen Pilztypen genommen, der das ja, der immer. Geht andauernd, aber das, ich habe ja auch keinen dauernden Strahl. Sondern bei mir ist es immer so ein prozentualer Anteil von irgendwas. Ach, echt jetzt? Voller Scheißheiler. Du musst doch noch Geld nehmen. Du hast übrigens recht, die gehen echt auf die Terrace drauf, obwohl da keine sind. Das ist total witzig. Ich hab mich verskillt, hab ich schon mal erzählt. Oh, da rennen welche durch zur Base. Ist jemand hinten bei der Base? Ich renne hin. Achso, du rennst hin. Na komm, ich renne mit hin. Wir rennen alle hin. Okay, wir sind alle angekommen. Hinter dir ist auch noch einer. Wunderbar. Geh hier weg. So, der für dich. Level up. So, wo ist der Gegner? Onkel, den hab ich direkt vor deine Füße fallen lassen, genau. Glaube ich. Ritzel. Oh, das war richtig gut. Dann kommt er weg. Der hat zwei Splitter liegen lassen. Das ist auch gut. Yeah, baby. Dich schmeiß platt. Oh, wo kommt der denn her? Sprungnasen, ups. Aha, der ist tot. Okay.
Oh, da drüben. Ich hab irgend so einen Obermufti hier. Ein Obermufti. Der hat auch, gerade gerissen, ein bisschen. Oder nicht die Witze, die ich da gemacht habe. Ah, meine Fähigkeit geht nicht. Scheiße. Was? Da wollte ich nochmal mein Ach, schade. Springen, aber das ging nicht. Ich hab ihn. Danke. Oder weiß ich gar nicht. So ein bisschen noch. Ich bin erhaben. Ich bin erhaben. Jetzt kommt der Obermove, oder? Lalala, mach hin, Komboss, Komboss, Amboss, Amboss, Komboss. Kompost? Kompost. Kompost kommt Rad. Kompost, wir brauchen Kompost. Okay, jetzt kommt der Obermufte, oder? Nee, na, erstmal kommen wieder Gesocks. Gesocks. Spitze. Was ist wieder von mir? Nein, ich bin da gepurzelt. Oh nein, ey. Sag mal, am Ende bei diesem Level, ne? Wo wir immer ja, da waren wir stecken bleiben, meine ich jetzt. Diese Dinger, die immer mit den Raketen schießen, kommen die immer pro Welle nur einmal? Habt ihr da mal aufgepasst? Boah. Also es ist auf jeden Fall einer immer an der Ecke, wo wir nicht waren. Der ist mir jetzt bewusst geworden, weil er immer von oben schoss und wir haben die Projektile nie abgewehrt. Deswegen ging immer dann stelle ich mich nämlich immer da hoch, besieg den und komm runter und helfe euch. Wieso macht eigentlich niemand diesen Typ hier platt? Bei der Bahn? Mach ich doch. Machen wir ja. Geheilt mich mal. Ah, ich bin schon geheilt. Kommt das? Ist nicht geheilt? Dich würde ich im Leben heilen. Ich merke das. Ach, guck mal, die Kante ist auch wieder da. Dann spiel wieder bei der Indien. Ich bin wieder runtergefallen, ey, Mann. Ich kann nicht sehen, wie weit wir sie runter haben. Außer da ist sie. Ah, ja. Nein! Ich fliege ja, sie wieder, ich fliege wieder. Ich kann nicht mehr springen, was ist denn los? Ja, gelähmt. Voll gelähmt. Irgendwas haut mich hier. Ich hab mal eben den Gang ein bisschen geleert. Ja, ich sehe das gerade. Sehr gut. Gleich ist es hin, gleich ist es hin. Ah, nein, so nein! Gleich. Mich hat er runtergeschmissen. Und ich bin gelähmt. Ach, verkackt. Macht nichts. Alles gut. Haben wir doch. So, jetzt nicht weitergehen. Stopp. Ich. So. Bin wieder da. Wo seid ihr jetzt? Ach, da. Ah, hier. Ah. Hervorragend. Eine schöne Welt. Im Wasserstrahl, genau. Super. So, das haben wir bis jetzt immer ganz gut hingekriegt, bis hierhin, oder? Ja, bis hier waren wir eigentlich immer. Das hilft nur nicht. Obwohl wir vorhin noch zwei Leben verloren haben durch irgendjemanden. Na gut. Ja. Schlumpf. Ich hab nichts gesagt. Ich hab gar nichts gesagt. Irgendjemanden, sagtest du. So, wir gehen jetzt mal weiter. Versuchen mal, am Leben zu bleiben, okay? Das schaffen wir immer, nur die Welle schaffen wir nicht. Ich weiß. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.